Turik Knag, heute gab es Leverkusen-Duisburg, ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Ja, es war wichtig. Eigentlich hätte jedes Team die 3 Punkte gebraucht. Wir wollten die 3 Punkte unbedingt haben, um uns von unten abzusetzen. Das ist uns nicht gelungen und ja, deswegen sind wir alle ein bisschen enttäuscht heute. So, Leverkusen ist noch immer auf die Suche auf erste Heimsieg? Ja, ich weiß auch nicht. Wir werden weiter konzentriert arbeiten und ich denke, das wird auch klappen in den nächsten Spielen. Sie haben auch in diesem Sommer ein bisschen in England gespielt, in Arsenal. Wie ist das gekommen? Ja, ich musste 3 Monate nach England für mein Studium und das habe ich dann mit der Ausleihe nach Arsenal verbunden und es war eine gute Erfahrung und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ist das anders als die Frauenbundesliga, Arsenal? Ja, der Fußball in England, der Frauenfußball ist schon anders als in Deutschland. Ich würde sagen, alles in allem ist der deutsche Fußball auf jeden Fall besser noch, aber England ist auf jeden Fall dabei, da eine sehr gute Liga aufzubauen. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden die auch international wahrscheinlich gut mitmischen. Für Leverkusen, wie geht es weiter jetzt? Ja, jetzt kommen erstmal 2 schwere Spiele. Nächste Woche gegen Frankfurt. Wir versuchen natürlich was mitzunehmen. Werden wir sehen, wie wir die nächsten Spiele bestreiten dann. Okay, Dankeschön, alles Gute. Dankeschön. Danke.